Hallo liebe Modellbahnfreunde, heute geht es mal um was völlig Lustigeres oder völlig Witzigeres. Ich glaube, so steht es besser, so sieht man ein bisschen Überblick. Heute geht es nicht nur um die Programmieranlage, sondern wir sehen verschiedene Sachen hier aufgebaut, aufgestellt. Hinter dem Z1 versteckt sich, warte mal. Diese omnipräsenten DT-Tastenbolte. Ja, ich habe da hier einiges mal aufgebaut mit denen zu DDR-Zeiten ab den 1970ern, Ende der 1960er, der Modelleisenbahner rumspielen konnte. Ja, das sind Dinge, die man da halt so auch in den Katalogen gefunden hat. Wie gesagt, omnipräsent waren dann eben halt die Trafos der letzten Zeit. Also haben wir hier was? Nein, haben wir nicht. Junior, 3/4. Ach, hier haben wir doch was. So, und da haben wir hier schon etwas, das B23, da habe ich hier ein original verpacktes, das DT-Relais, ja, weil es eben halt von Zeuge war, die DT-Tastenbolte, die ja omnipräsent sind, also eigentlich auf jeder Anlage zu finden waren, sowie die Fahrtravos F2 und FZ1 sowie den Zubehörtrafo Z1. Z1 ist der da hinten, also das gute Stück hier für die Weichensteuerung. Ebenso habe ich hier auch so Stromverteiler mal hingelegt, damit man sich das ein bisschen besser anschauen kann. So. Was die Farbtrafos betrifft, also die einfachen, ja, hier haben wir den Farbtrafo F1 1754, der kann nur 120 mA Strom bringen, hat glaube ich 4 oder 5 Fahrstufen und zwar in einigen Geschenkbarungen zu finden. Ebenso ist es hier bei den als Pico Junior gekennzeichneten Fahrtrafo. Der war dann auch als DT Start zu finden. Dieser hat in jeder Richtung 2 Fahrstufen, also ca. 4,5 Volt und ca. 9 Volt. Wie gesagt, war eben halt in den ganzen Startpackungen. Etwas mehr Komfort und geringfügig mehr Strom, nämlich 500 mA bietet der Farbtrafo F2. Der ist im Gegensatz zum F1, es gibt den ja tatsächlich, man kann's, wie man hier deutlich sieht, F1, den habe ich jetzt mal ein bisschen gereinigt, den musste ich jetzt auch mal erst kürzlich reinigen. Über 40 Jahre Dreck, sollte man nicht unbedingt auf dem Video sehen. So, dieser war ja eigentlich auch gängig gewesen, stammte hier von den, also oder wurde zumindest von den Berliner DT-Bahnen mehr oder weniger vertrieben. Ich habe jetzt hier die Anlage Richtungsumkehr bei diesen dreien, ist die Stellung des Reglers. Ich habe jetzt einfach mal angeschlossen. Man sieht, dass es hier ein relativ sanftes Anfahren ist. Wenn man bedenkt, dass dieser ja eigentlich nur verschiedene Spannungsabgriffe hat an den Trafo, also das ist keine Pulsweitenmodulation oder sonst was. Das waren so die gängigsten Trafos der FZ1 bzw. Nachfolgemodell FZ2 hatte
Dann noch zusätzlich den Anschluss für die Zubehörspannung, also sprich für die Weichen zum Schalten. Bei kleineren und mittleren Anlagen recht praktisch. Da war dann alles aus einem Trafo, ist ja heute noch üblich. Und da brauchte man kein Zubehör-Trafo Z1. Hat der eine Nummer? Der hat die Nummer 1756 und ist tatsächlich auch von Pico, beziehungsweise in einem der Werke für Pico produziert worden. So. Und der lieferte, glaube ich, 1,5 Ampere Schaltspannung für die, oder Schaltstrom für die Weichen, was ja ausreichend war für die meisten Anlagen. So, der F2 hatte dann noch, noch während der Wendezeiten ein Nachfolgemodell bekommen, geringfügig kleiner, etwas schlichter, also nicht mehr so viel Verzierung drauf auf dem Plastewerkstoff. Aber das Interieur ist dasselbe, es sind nur noch zwei LEDs dazu gekommen, da nannte sich dann auch F2 und NAG. F2 und die Nummer 1773 steht hier, würde der entsprechen. So, nun gab es aber auch den Wunsch, das noch sanfter zu machen. Dazu gab es die Fahrbulde 1771. In diesen ist eigentlich nur ein einfacher Transistor drin, also Transistor und also ein Treiber noch dazu. Dazu passend gab es auch die Schaltbulde, die sich etwas schwammig bedienen ließen. Und das ist das 1771-10. Dieses hat eine Überlast-LED, die dann halt leuchtet bei Kurzschluss oder wenn zu viele Motoren dann an sind. So, ja, wie gesagt, das ist eine ganz einfache Spannungsregelungsschaltung mit einem Transistor und beziehungsweise mit zwei Transistoren und einem Potentiometer, also einem kleinen Potentiometer, das war so, dass dann hier halt nicht viel drüber, also die Schaltung ist sehr übersichtlich, gespeist wurde die übrigens aus dem Z1. Beziehungsweise einer anderen Wechselstromquelle, die dann nicht mehr wie 16 oder 12 Volt haben durfte. Weil ich habe dann schon gemessen, das Ding kann auch schon mal 24 Volt rausholen. Ja, und ich habe es jetzt hier schon mal angesprochen. Hier gibt es Schaltbolte. Da habe ich mal drei Stück mir organisierte, beziehungsweise dieses ist ja sehr omnipräsent gewesen. Das ist hier das Bermud B23 Schaltpult mit Rückmeldung übrigens. Da gehe ich dann auf extra Kapitel mal näher drauf ein. Moment-Tasten, also Momentstrom. Man kann sowohl Relais als wie auch Weichen damit schalten. Das auch von Zeugerer vertriebene DT-Schaltpult kann sowohl Momentstrom, also wie ihr einfach mal drücken, als auch eine Dauerspannung rausgeben. Man sieht es hier auch, wenn der Knebel nach oben gedrückt ist, gibt es dann über den entsprechenden Zweig eine Dauerspannung aus. So, omnipräsent deshalb, also nahezu auf jeder Anlage war das Ding zu finden. Und wenn es dann nicht auf einer Anlage zu finden war, dann vielleicht an einen Selbstbaucomputer als Tastaturersatz. Die könnten dann hier aneinander
gebunden werden, also verbunden werden. Da waren hier an der Seite hier Kontakte und damit war das Aneinanderreihen möglich. Das ist ja bei dem hier auch nicht viel anders. Kontakte, hier ist ein Stift, auf der Seite ist der Stift, auf der anderen Seite ist die Buchse und man kann die Dinger aneinander setzen. So, bei dem hier ist ja eben halt der Spaß. Jetzt habe ich schon mal 12 Tasten nebeneinander und 4 Stück untereinander. Hat man schon Tastatur für einen Heimcomputer, also einen UT, also von Jugend- und Technikcomputer, der ist so ausgelegt, dass man auch sowas als Tastaturersatz nehmen kann. Das Bild 1772 müsste es sein, ja, 71 war der Vorträger, 1772, dessen Kontaktkabel sich dann doch irgendwie schwammig anfühlt, besitzt, oder man kann daran auch 4 Weichen anschließen, innen drinne, man kann das, das machen wir jetzt auf, dann sieht man mal das Dilemma. Im Laufe der Zeit ist es halt so, bei den Dingern, dass, dass die Plastikwerkstoffe nicht mehr so die Federkraft haben, so, weil, und dass dann hier die Federkraft der Kontakte überwiegt. Man kann auch rausziehen, man kann das Ding drehen, also man kann hier die Schaltelemente, hier die Schalter, Knüppel rausziehen und drehen und so hat man dann einen Schließer. Das heißt, man könnte hier auch 4 Gleise damit schalten, da es ja nur in einer Stellung aus und an ist. So, offensichtlich war hier auch noch mehr geplant mit dem Ding, da hier, also hier 4 Standbeine zu sehen sind. Im Inneren, wenn man jetzt ja mal, wenn man uns das mal anschaut, sind hier Kammern vermutlich und das könnten dann auch als Durchbrüche gezählt werden, also sprich entsprechend durchgebrochen und eine kleine Leiterplatte mit Lampen dahinter, hätte man dann auch eine Rückmeldung, was gerade geschalten hat. Es funktioniert übrigens, also diese Variante funktioniert ja dann nur bei endabgeschalteten Weichen. Das ist ja bei dem hier dann deutlich zu sehen. Da nehme ich gerade eine Weiche und probiere es dann aus. Für euch, da gibt es ein extra Video danach. So, wie gesagt, also da war offensichtlich mehr vorgesehen, also dass es mehr kann. Es wendet sich auch als Schaltkiste für das MBS-System. Aber ich weiß jetzt nicht, für was es geschalten wurde und was die Schaltung ist. Ich habe dafür keine Schaltung gefunden. Ja, wie gesagt, das gehört hier mit zu dem Bild. Hier auf der Zeichnung ist zu sehen, wie es mal, wie es geplant ist, was man sich da aufbauen kann. Also ein paar Schaltbolte und Fahrtrafo. So, und damit ist die Sache geregelt. So, innen ist der ja völlig ganz anders aufgebaut. Ups, man sollte doch den Knopf vorher abmachen. Ja. Da sind eben halt robuste Kontakte. Hier ist ein, warte mal, ich zoome mal näher ran. Genau. Im Grunde genommen sieht man hier genug. Den Bimetall für eventuelle Kurzschlüsse, den Leistungstransistor als Endstufe und dann noch einen kleinen NF-Transistor für mittlere Leistungen als Treiber.
So wie das Potentiometer, da drüben hat sich das auch nicht geändert, nur eben halt in Silizium. Die Kurzschlussgeschichte ist ja mehr oder weniger entfallen. Und beziehungsweise der Bimetall ist entfallen und dafür ist eine Kurzschlussanzeige hingekommen. Also eine sehr, sehr schnelle Sicherung, was eben halt auch sehr schonend für die Triebfahrzeuge ist. So, dann hätte ich noch, da hatte ich so, oh, jetzt geht sogar das Licht an, das ist ja schön. Lassen wir mal, schauen wir mal, ob wir da hinkommen, genau. Was wir hier noch haben, das ist das TT-Relais. Das hatte ich in einem anderen Video schon vorgestellt, wie das funktioniert. Dieses war auch omnipräsent, stammt noch aus der Zeit, wo TT bei Zeuge und Wegwert lief. Ja, da braucht man auch nicht weiter zu achten. Ansonsten, wie gesagt, also schauen wir also das zu dem Thema. Ganz weit unten. Unterhalb von dem Fleischmann-Gleis, das hier ist Bettungsgleis hier Fleischmann, ganz weit unten, das ist ein Stromverteiler, wie er in manchen Katalogen aufzusehen, zu finden ist, den man zum Beispiel für die Vorspannung nehmen kann oder ja, eben halt für die Vorspannung. Das andere, das ist dasselbe in grün, nur eben auch von den Berliner TT-Bahn mehr oder weniger. Kommt das Ganze, man kann das hier für unter der Platte machen und man kann hier zum Beispiel Masseanschlüsse für die Weichen zusammenführen, macht dann Ringe und dann führt man die zusammen und erst dann und die Weichen selber bringt man dann mit der einzelnen Zuleitungsdrähte bringt man dann so hin. Also vor zur Anlage, also da, wo, die Stellmöglichkeit ist. Das sind eben halt noch die zwei Stromverteiler, die es da zu DDR-Zeiten gab. So, nun gab es ja natürlich auch vor der Zeit Trabus, das ist hier der ME002, der Trabo vom Pico. Er hat schon eine neue Strippe dran, muss man dazu sagen. Hier an dem Bereich ist ja der Mausanschluss. Den Trabo habe ich mir nicht extra geholt, hat auch zwei Betriebsspannungsanzeigen. Dieser Trabo kann auch Zubehör betreiben. Soweit wie mir bekannt ist, also auf der anderen Seite ist auch nochmal so ein Anschlussterminal und der ME001 kann nur ist nur für zum Fahren da. Das ist das, was es noch ab dem 50ern gab. So, das ist jetzt hier eines, sind noch etwas ältere Bolte, die sind übrigens wieder Fahrtrabo, sind diese aus Bakelit. Gefertigt, das Gehäuse, ja, Bakelit, es ist ja ein Abfallprodukt, aber da ändert sich auch nicht mehr viel. Man sieht es hier auch an den Ausbrüchen. Ja, halt so, das ist noch eine ganz frühe Form für eines Fahrbultes, also eines Stellbultes für Stauerstrom. Ja, das ist jetzt hier nochmal dasselbe. Nur eine andere Gehäusevariante, da ist jetzt hier noch ein Mittelsteg reingekommen. Man sieht hier deutlich, dass entsprechend verschiedene Anschlüsse da sind. Also blau und hat hier gelb und grün und braun. Gut, und hier haben wir nochmal dasselbe, was ich in grau gezeigt habe. Hier ist es deutlich zu sehen auf dem Gehäuse, dass man den Schalter, also sprich die Schaltwippe, drehen kann.
Das ist das hier, das 1772. So, und damit war's. Gut, was man so findet an Stellböden. Ja, wo kriegt man sowas her? Das ist ja das frühe, ein früheres Tastenbild von TT, also von Zeuge. Ja, da hat sich auch nicht viel dran geändert. Die Form ist halt nur ein kleines bisschen flacher geworden. Bei dem hier ist deutlich zu sehen, dass die Funktion Dauerstrom ankippen, Momentstrom einfach tasten und was man damit alles schalten kann. So, und hinten war das alles hier mit Steckern gelöst. Also wie gesagt, diese Tastpulte waren eigentlich omnipräsent gewesen. Ja, das kriegt man ja alles dann eben halt in dieser wunderschönen großen, sag schon, in diesem wunderschönen großen Flohmarkt mit, den es da gibt, der sich da eBay nennt. So, und wenn man da weitersucht, findet man ja neben Märklin eben halt auch noch verschiedene. Das Märklin hier zum Beispiel ist das ähnlich dem, was es auch für Pico gab, die Schaltbeute. Also es nimmt sich da nicht viel. Jeder Hersteller hat da versucht, was zu den Leuten zu bieten. Hier ist nochmal TT, so ein TT-Schaltpult, neueres Modell, also sowas, was ich vorhin gezeigt habe, zu sehen. Ja, also in den großen in diesem Warenhaus, also es ist schon Wahnsinn, was man da an Schaltpulten und Fahrtreglern noch bekommt. So, ja, und ich hatte ja wie gesagt schon mal ein Schaltbild aufgebaut, also ein das per Mod, das ist hier auch zu finden. Müssen wir mal ein bisschen runter scrollen. Habe ich das? Das hatte ich doch hier auch schon gesehen. Halt, genau, jetzt war auf Seite 1. Bei diesen, wie man hier deutlich sieht, man kann ja auch die Taste das entsprechend drehen, wie man es haben möchte. Wie soll ich sagen? Ich habe eben halt eine Linksweiche genommen, aber habe dafür das Schaltsymbol für eine Rechtsweiche genutzt. Wie man das hier, also hier sprich hier die Seite, aber das macht nichts. Mir ging es ja nur um das Funktionsprinzip. Also da sollte man etwas drüber hinwegsehen. Jetzt läuft's. So, kleine Experimentalschaltung. Ja, von den ganzen, warte mal, ich mache jetzt mal die Weiche dazu, dass man das auch sieht, was passiert. Jetzt ist es auf Abzweigen, jetzt ist es auf geradeaus, Abzweigen, geradeaus. Die Rückmeldung erfolgt bei dem Bild in Form von Lämpchen. Ich habe das jetzt mal pro forma angeschlossen, dass man das sichtbar machen kann, wie das Ganze funktioniert. Ja, hier drunter befinden sich ein paar Zwergglühbirnen, insgesamt 4 Stück. Und wie man deutlich sieht, funktioniert das Ganze. Das Ganze funktioniert auch, wenn man die Weiche mit Hand stellt. Man sieht sofort, gerade in welche Richtung die Weiche übrigens steht, wenn man die Bahn gerade anschließt. Ja, im Internet gibt es
entsprechend viele gleichgerichtete oder ähnlich gerichtete Bauanleitungen. Hier ist ein hier bei diesem Bild ist es halt kommerziell genutzt worden.